Aber es sieht danach aus, als wenn Football United hier gleich mal zeigt, wo lang es geht. Dybala, immer noch Dybala, schöner Ball hier auf Dembele, immer noch Dembele im 16er. Und da muss Marx schon das erste Mal richtig hinlangen. Da wurde es schon mal ein bisschen knirschig im Da nicht 16 angreifen. gelaufen. Hat er genug Freiraum, guter Ball hier auf Glöckler. Lever stark durchgesteckt und dann vorbei. Squanch mit einer super Parade leitet zur Ecke für Football United. Die machen es Elva. in dieser Anfangsphase. Mané, Reus. Mal ein bisschen Raum jetzt für Pro National. Chefkoch wieder auf Reus, der da weit nach außen getrieben wird. Kleines Tänzchen. Und dann kommt die Flanke in den 16er. Salah klärt. Und Dembele. Und dann geht es in die andere Sich da Richtung. Ein um. bisschen nach rechts, nach außen abdrängen. Gute Ballbehauptung. Sulfi Dembele kann sich dann da lösen. Gutes Tänzchen da. Ball schon im 16er. Dybala wollte nochmal auf Dembele spielen. Und dann, wenn er ihn bekommen hätte, wäre es richtig gefährlich geworden. Das sieht Mert. richtig gut aus. Mert. Morata. Und nochmal Marx Glöckler. Morata. Wieder Glöckler. Dann ist der Ball bei Lever. Und Squanch kann ihn aufnehmen. United. Und jetzt mal Reus wieder. Rechte Seite. Immer noch Reus. Bringt die Flanke. Kein Problem für den Schlussmann. Salah. Guter Ball in den 16er. Mert dazwischen. Nochmal der Abschlussversuch. Kein Problem für den Schlussmann. Es bleibt beim 0 zu 0, aber es ist eine hochinteressante. Sulfi. Gut erobert den Ball jetzt Glöckler. Ein bisschen Platz jetzt mal. Der Pass auf Lever. Und dann gibt es Elfmeter für Football United, nachdem ich glaube, Wenganza seinen Gegenspieler im Schöner 16er Antritt. legt. Und Dybala läuft an. Dybala und Squanch ohne Reaktion. Es war Lever mit dem Treffer. 1 zu 0 Football United. Es ist natürlich verdient. Ohne Frage. United hier bärenstark. Vielleicht der letzte Angriff im ersten Durchgang. Chefkoch für Pro National. Heino mit dem Abschluss. Und da muss der Schlussmann hin. Klärt nochmal zur Ecke für Pro National. Fährt da die Pranke aus. Und dann Tore. wieder Glöckler. Das ist bärenstark. Das ist richtig gut. Und dann der Ball. Diese Verlagerung auf Dembele. Der ist im 16er. Dembele. Und fast das 2 zu 0 für United. Das war richtig bockstark gespielt. Und dann fehlen Zentimeter. Salah, guter Pass hier mit der Hacke, Pro National nochmal, dann Mané mit dem Abschluss, aber kein Problem für den Schlussmann. Den fängt er sicher und klar, starker Ja. Zweikampf, dann aber Fehlpass, Salah. Es bleibt gefährlich, Şefkoch gut dabei, ja, auf Reus, der zieht ab und dann fliegt das Ding übers Gehäuse. Und solange es eben nur 1 zu 0 steht, Zum braucht Leiden. Pro. Und jetzt die Riesenmöglichkeit für Football United. Lever ist auf dem Weg, der Pass auf Dybala. Und dann ist der Ball im Tor zum 2 zu 0 für Football United. Super gespielt, eiskalt. Keine Chance für Squanch, der da zwar aus dem Kasten kommt und versucht, den Ball wegzukriegen. 74 Minuten rum. Für United alles im Lot. Und dann ein. Ja, bezeichnender Freistoß von Pro National. Da war die Idee sicherlich eine andere und somit die Konter. Und Pro National wird das Hinspiel dieses ersten Spieltages exklusiv Liga D gegen Football United verlieren. Da lege ich mich fest. Heino nochmal mit der Möglichkeit hier. Chefkoch Reus nochmal im 16er. Luis dazwischen. Situation bereinigt. Wie eben schon die ganze Zeit. Und stattdessen nochmal ein Konter. Nein, Wenganza klärt. So, das war's. Pro National verliert gegen Football United das Hinspiel der Exklusivliga D mit 2 zu 0. Völlig gerechtfertigt, muss man sagen. Das war verdient, dieser Sieg. Natürlich nicht viele Schüsse, aber es war einfach abgeklärt. Und ja, Fero, wenn dem so ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ist ja nur, wenn der Stadionsprecher spricht. Ja, aber es war schon ein richtig, richtig starker Auftritt. Ist einfach so. Also ich bin da so ein bisschen geflecht von, muss ich ganz ehrlich sagen.
Pro-National hat da kein Mittel gehabt und sie verlieren eben 2 zu 0. Völlig verdient, Elfmeter und dann super Kombination zum 2 zu 0. Und wir werden dann gleich in das Rückspiel gehen. Und dann spielen wir zu Hause bei Football United, wo wir im Hintergrund jetzt nochmal die Szenen sehen. Alles klar, Fero. Ja, und dann werde ich bei mir schon mal umstellen an meinem tollen Tisch. Ihr werdet es gleich sehen. Tada. So, und zwar haben wir jetzt, genauso wie es da angezeigt wird, gleich das Heimspiel für Football United. Da rennen sie sich so ein bisschen selbst über den Haufen, die Grätsche. Und das war schon hart an der Grenze. Glück für Venganza, dass er da nur gelb bekommt. Also ich denke, da gibt es Schiedsrichter, die packen da den roten Karton aus und dann ganz zu duschen gehen. Dass man vielleicht in Überzahl hier rausgeht. Mert, gut verlagert, rechte Seite, Dembele noch am Ball und dann, ja, Defensivfehler, Pass in die Mitte, Dybala und Marx wieder mit dem Befreiungsschlag. Und Die wollen es auch Foulspiel. sein. Mané. Aino. Wieder Mané, links raus, mal auf Salah, der jetzt mal ein bisschen Raum hat, Ball in die Mitte und Glückler artistisch. Mit dem Seitverzieher und dann gibt es jetzt die Kontermöglichkeit nach vorne. War sehr heikel wieder die Situation, aber alles gut. Und der Bele im 16er. Der Bele, der Abschluss. Auf die kurze Ecke spekuliert, weil Squanch rausgerückt war. Mané wieder auf Salah. Dann Šefčovič und dann ist Heino da. Immer noch Heino am 16er. Heino, der Abschluss. Geblockt zum Eckball für Pro National. Gute Parade da vom Schlussmann. Kimmich. Dembele, starker Ball hier nach vorne in die Offensive zu Lever. Der ist auf dem Weg zum Tor. Lever im 16er, immer noch Lever. Gute Ballbehauptung. Dembele, rechte Seite. Und dann geklärt. Von der Ball nach vorne und dann weg. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Genau so wird es sein. Lever auf dem Weg zum 1 zu 0. Fragezeichen. Lever im 16er, immer noch Lever. Und dann vorbei. Vorbei. Riesenmöglichkeit für United zum 1 zu 0. Durch Lever hat das klasse gemacht im 16er. Šefčovič jetzt mal mit dem Abschluss und dann muss der Schlussmann von United hinlangen. Klärt zur Ecke. Da wird er das erste Mal richtig geprüft. 30 Meter Torentfernung. Kurze Variante. Mané mit dem Chip in die Mitte und dann ist es Magic mit dem Abschlussversuch. Schlussmann ist da, klärt zum Eck. Chancen sind da. Lever am 16er, Lever der Abschluss. Squonch steht richtig, nimmt den Ball auf. Und dann Solfrian. Dann ist der Ball bei Lever. Glöckler links raus. Und dann ist es Morata mit dem Abschlusspfosten. Nochmal ein Ausrufezeichen vorm Seitenwechsel. United ist noch da. Dembele. Solfrian, guter Ball auf Dybala noch, immer noch Dybala, der Abschluss und wieder vorbei. Abschluss von Morata oder Dybala, weiß jetzt gerade nicht genau. Aber wir haben 60 Minuten rum. 0 zu 0, der Ball bei ihm. Dybala, was für ein Tor von United. Ganz starke Szene hier nach diesem Eckball. Das Ding war, glaube ich, sogar Volley abgenommen. Blitzschnell geschaltet. Ganz stark, Squanch ohne Möglichkeit. Beide Pfosten besetzt, keiner kommt dahin. Ja, Beziehungsweise ich 1 zu der. 0 für Football United nach einer tollen Eckballvariante. Und jetzt mal Šefčovič mit dem Fernschuss drüber. Er hat sich so ein bisschen angedeutet jetzt. United wurde stärker. Mané, haben sich da. Heino. Dybala. Da kommt der Ball zu Lever. Vorbei, wieder drüber. Chancen haben sie bei United. Aber sie lassen auch sehr, sehr viel Heino, liegen. linke Seite, rechts jetzt durch auf Reus und dann Šefčovič im 16er. Šefčovič, Riesenparade vom Schlussmann. Ball aber noch heiß. Reus mit dem Abschlussversuch. Und dann, ja, zum Glück kein Eigentor auf Seiten von United. Da können sie den Ball gerade noch so raus, um hier zurückzukommen. Lever im 16er, Lever, immer noch Lever, der Abschlusswunsch steht richtig. Klärt zum Eckball, haut das Ding, ja, wie eine Kerze hoch.
United. Und Ball in den 16er, Ball in die Mitte und dann ist es Mané, der die Situation vereitelt, fast das 2:0, vielleicht muss es das sogar sein. Und nochmal die Chance jetzt hier für Pro National, Shevkov, immer noch Shevkov, flach und der Schlussball ist da, Riesenchance hier zum Ausgleich. Riesenmöglichkeit für Pro National. Aber da liegt jetzt die Chance in diesem Spiel, Ball im 16er, Sanane raus das Ding. Und jetzt nochmal der Konter. Nein, es ist Feierabend. Pro National verliert auch das zweite Spiel gegen Football United mit, ja, jetzt 1:0, vorhin 2:0. Es waren zwei super Spiele, muss ich wirklich sagen. Es waren zwei hochklassige Spiele. Pro National, ja, in beiden Spielen mit etwas, ja, weniger Druck, will ich sagen. Aber letztendlich im Gesamtpaket, denke ich, gehen diese zwei Siege für Football United komplett in Ordnung. Also so sehe ich das, dass es komplett in Ordnung geht, weil sie eben griffiger waren, weil sie präsenter waren und letztendlich eben in Gesamtzahl 3 Treffer erzielt haben. Wobei, ja, Pro National jetzt am Ende nochmal die Möglichkeit hatte zum Ausgleich. Also vielleicht mit etwas Ruhe kannst du das vernünftig regeln und dann nimmst du noch einen Punkt mit. Aber der Schlussmann war da, das war eine Riesenmöglichkeit und der Keeper hält das Ding, also da können sich dann die United-Spieler auch bei ihm bedanken. Sonst wäre es sicherlich nur ein Zähler gewesen aus diesem Rückspiel. Ja, also was soll ich sagen, es waren wirklich zwei ganz, ganz tolle Spiele. Ich denke, das seht ihr definitiv genauso. United startet mit 3 bzw. 6 Punkten in die ja, Saison der Exklusivliga, wo ja das Finale am 15.04. ausgespielt wird. Mit so einer Leistung hat man definitiv Möglichkeiten, weit zu kommen. Aber Pro National darfst du definitiv auch noch nicht abschreiben. Das ist Fakt. Sie haben die nötige Qualität. Heute vielleicht keinen guten Tag gehabt. Und dennoch, denke ich, werden sie da noch ein bisschen was mitzureden haben. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer erstmal nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Follows, die ihr jetzt dagelassen habt. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Meldet euch bei mir auf Facebook, SimaTV, meldet eure Spieler an. Ich bin definitiv bereit für euch, sofern es meine Zeit zulässt. Das muss ich immer wieder so unterstreichen. Und Pro National oder für Pro National an dieser Stelle weiterhin viel Glück für die Saison. Viel Glück im Kampf um den Klassenerhalt in Liga 1. Ihr habt ihn definitiv verdient. Ihr seid am Limit. Natürlich ist es kräftezehrend, aber ich denke, ihr werdet es am Ende packen. Und Football United für eure Truppe natürlich weiterhin viel Erfolg im Kampf um den Aufstieg. Ich denke, das solltet ihr schaffen, ziemlich sicher. Und das sollte natürlich auch euer Ziel sein. Ihr habt auch ebenfalls sehr, sehr viel Qualität, die weiter nach oben hört, in die höheren Etagen, will ich sagen. Und dann, liebe Fußballfreunde, soll's das eigentlich für ja, heute schon gewesen sein. Also ich bedanke mich für zwei super Spiele, hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Nach langer Zeit eben mal nicht die Community mehr, sondern eben etwas Neutrales, was nochmal was ganz, ganz anderes ist. Und ich hoffe, dass da in Zukunft mehr dazu kommt. Ich ja, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen und verbleibe eigentlich wie immer mit sportlichen Grüßen und sage bis bald.